In Gera verhaftet die Polizei harmlose Bürger beim Feiern und beim Eisessen oder stimmt diese Geschichte, die hier erzählt wird, wieder nur zur Hälfte? Ja, das ist ein schönes Kompakt-Sommerfest! Ich habe mir angeschaut, was bisher über Gera bekannt ist und versuche das möglichst neutral zusammenzufassen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht hier um eine Veranstaltung, die hat in Gera stattgefunden. Zahlreiche Streamer und Kameras waren vor Ort. Selbst Paul Ronsheimer von Bild hat sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Er weilt also quasi aktuell gar nicht in der Ukraine oder sonst wo in irgendeinem der vielen Krisengebiete. Alles hat angefangen mit der Schließung eines Eiswagens. Schauen wir uns das Ganze einmal im Video an. Mache nicht zu, weil ich hier drinnen kaputt gehe. Ich mache meine Arbeit nicht mehr. Ja, das ist die Polizei. Nein, nein, das weiß ich ja. So, ihr habt es gesehen. Und ihr denkt euch jetzt sicher zu Recht, boah, was hat die Polizei hier vor? Warum wollen sie diesen Eisladen schließen? Sie wollen wirklich den Leuten den letzten Spaß rauben. Und da muss man einmal die Fakten zurande ziehen und sagen, der Eiswagen stand dort illegal. Es war von der Versammlungsbehörde für diese Veranstaltung explizit als Auflage gegeben worden, es dürfen keine Essens- und Getränkewagen, also keine Verkaufsstände auf dieser Veranstaltung sein, damit es keine Ersatzveranstaltung für das Kompakt-Sommerfest ist. Das war Auflage der Versammlungsbehörde in Gera, damit diese Versammlung überhaupt stattfinden konnte. Jetzt gibt es hier auf der Versammlung Verstöße gegen die Auflage für diese Versammlung von der Versammlungsbehörde und die Polizei hat hier einfach nur korrekt gehandelt. Sie hätten entweder die gesamte Veranstaltung beenden und abbrechen können oder eben den Verkauf auf dieser Veranstaltung unterbinden können. Das mag jetzt jeder hier wieder kritisch sehen und der mag sich auch aufregen, zu Recht, aber das ist die Auflage der Versammlungsbehörde. Wen das stört, der muss vor das Verwaltungsgericht ziehen und sich dort eine andere Auflage erstreiten vor Gericht oder er muss sie quasi akzeptieren. Es ist hier schon so, dass quasi das Sommerfest von Kompakt ja ebenfalls unter das Kompaktverbot gefallen ist. Allerdings André Poggenburg auf seiner Burg einfach ein alternatives Fest für die Pressefreiheit veranstalten wurde, was folgerichtig als Ersatzveranstaltung für das Kompakt-Sommerfest untersagt wurde. Wir müssen es leider aktuell akzeptieren. Das Verbot für Kompakt gilt, genauso wie das Verbot gilt für die Islamisten, also für diesen Islamistenverein aus Hamburg. Und beiden steht der Rechtsweg offen. Das eine findet ihr gut, das andere findet ihr schlecht. Es sind auch zwei völlig verschiedene Themen, aber es ist nun mal Fakt, dass es nach Rechtslage aktuell verboten ist und man macht sich strafbar. Jetzt gab es hier in Gera dann extra schon die Auflage, weil auch Herr Poggenburg mit in diese Veranstaltung wieder involviert war. Herr Elsässer war da und hat gesprochen, Herr Sellner war da. Es deutete sich an, dass das wieder eine alternative Veranstaltung werden sollte. Und da ist schon wieder das nächste Problem, was eigentlich Herr Elsässer hat. Seine publizistische Tätigkeit ist ihm nicht untersagt. Es geht lediglich um das, was sie über Kompakt sonst alles konstruiert hatten. Das Magazin ist das Endergebnis davon, aber die Hauptarbeit waren ja in letzter Zeit auch diese ganzen Veranstaltungen für die Blaue Welle. Das ist ähnlich wie mit diesen Sommerfesten hier. Wenn Herr Elsässer sich konzentrieren würde auf einen YouTube-Kanal oder seinen Twitter-Kanal und so weiter und würde dort fundierte Kritik an die Regierung bringen, könnte man ihm auch nicht weiter ans Leder gehen. Aber hier wird Tür und Tor geöffnet dafür, dass es am Ende hier härtere Maßnahmen der Polizei gibt. Und jetzt gibt es hier noch eine Festnahme. Ich habe hier viele Aufnahmen gefunden und hier gibt es eine Aufnahme, die zeigt es ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt. Wenn ihr eine frühere habt, dann schickt mir die bitte. Im Moment ist es nämlich völlig unklar. Es sieht jetzt gleich so aus, als wollte die blonde Polizistin einen Mann einfach nur anfassen. Und da muss man mal dazu sagen, wenn die Polizei einen anfasst, sollte man aufpassen, wie man reagiert. Vor allem, wenn eine Vielzahl von Polizisten um einen drumherum steht. Wenn ein Polizist jemanden anfasst und man ruckartig zuckende Bewegungen macht, muss man damit rechnen, dass dann härter zugegriffen wird. Das sage ich immer wieder Leuten, die auf Versammlungen sind.
Leute, da ist doch die Polizei. Und die Polizei, die machen ihre Arbeit. Ja? Das kann jeder bewerten, wie er das möchte. Aber man muss da etwas in Deckung gehen. Ihr habt das bei mir schon gesehen im Stream am Islamischen Zentrum hier in Berlin. Die Polizei hat gesagt, ich soll den Stream beenden. Und dann bin ich kurz offline gegangen, um da keine Provokation zu schüren. Die Beamten machen dort ihre Arbeit. Jetzt schauen wir uns einmal diese Situation hier kurz an. Hey! 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 Und dann gibt es noch Dutzende weitere euch sicher bekannte Videoaufnahmen. Es gibt dann auch eine Videoaufnahme, als sie diesen Mann hier abführen. Ist ein Mann nebendran hergelaufen, kein Meter Abstand zur Polizei und hat gefilmt und die Polizei hat ihn auf Abstand geschoben und dann ist dabei das Handy zu Bruch gegangen. Und da kann ich wieder nur sagen, das ist bitter für den das betrifft mit dem kaputten Handy, aber ihr habt Abstand zu halten bei polizeilichen Maßnahmen. Ihr habt eine persönliche Meinung, dass ihr das schlecht findet, ja, was da passiert. Und dennoch ist dort die Exekutivgewalt des Staates dabei, Maßnahmen zu vollziehen. Und wenn ihr meint, euch da in den Weg zu stellen, wo gehobelt wird, da fallen Späne, sagt man immer, dann ist halt auch mal das Handy kaputt. Und da wird es meistens keinen Schadensersatz vom Staat geben. Schon mal gar nicht, wenn man gar keinen Presseausweis hat. Aber es wird hier dann wieder eine Geschichte konstruiert. Und ja, der Polizeieinsatz war hart. Das mit dem Eiswagen schließen ist blöde. Aber wenn es die Auflage für die Veranstaltung ist, dann weiß man das von vornherein und damit hat man das Ganze quasi provoziert, wenn man sich dagegen entschieden hat, gegen die Auflage und es trotzdem getan hat. Der Veranstalter Christian Klar hier, ich kannte ihn gar nicht vorher, sie schreiben dazu Neonazi, ich möchte das Wort nur in Anführungszeichen benutzen, ich kann mir über den Mann gar kein Bild machen, auf jeden Fall jemand aus der rechten Ecke sozusagen. Er hat sich am Anfang hier klar distanziert, auch von Kompakt und das wäre keine Ersatzveranstaltung. Und dann gibt es am Ende natürlich noch eine Aufnahme von ihm, die zeigt ihn in maximal ungünstiger Pose. Ich will noch mal letzte Worte sagen, hätte man uns unser Sommerfest in Stößen feiern lassen, hätte das medial nicht die Hälfte Aufmerksamkeit bekommen, was das heute hier bekommen hat. Ich fand es umso mutiger, dass ihr alle hier wart. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Kompakt-Sommerfest! Solidarität mit Kompakt! Das ist echt, Leute, ja? Boah, dann stellt er sich hin und sagt auch noch, wenn das medial nicht so viel Aufmerksamkeit wie heute... Leute, ernsthaft? Das heißt, er hat hier zugegeben, Christian Klar, die Provokation mit der Polizei war mit Ansage. Das heißt, der Eiswagen stand mit Ansage da, ein vorsätzliches Missachten der Versammlungsbehörde. Dann gab es hier jemand, der anscheinend bei der Polizei gestört hat. Ich möchte hier niemandem was unterstellen, ob das am Ende eine gestellte, provozierte Szene war. Um dann am Ende sich hier hinzustellen vor laufender Kamera und zu sagen, es war doch eine Ersatzveranstaltung für das Kompakt Sommerfest. Und damit hat er sich hier eindeutig strafbar gemacht. Frau Nancy Faeser wird das mit Sicherheit zum Anlass nehmen, hier weitere Verfahren folgen zu lassen. Und da muss man einfach nur mal sagen, Leute, Sie sind echt da. Tut mir leid, wenn ich den Vogel da oben habe, aber Sie sind echt dämlich, ja? Sie meinen ernsthaft, dass Sie so diesen Staat beikommen und so das Regime stürzen können. Nein, der Staat, er lacht sich kaputt über solche Leute, die sich dann wirklich öffentlich hinstellen und auch noch zugeben, was alle vorher gedacht haben. Stellt euch vor, sie hätten Gera verboten, wegen des Verdachts der Ersatzveranstaltung. Der Aufschrei wäre groß gewesen und jetzt gab es polizeiliche Maßnahmen, die nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Unrecht stattgefunden haben. Und dann stellen sie sich hin und sagen, ja, es war eine Ersatzveranstaltung. Was meint ihr, was bei den nächsten Veranstaltungen passiert? Sie werden es von vornherein euch verbieten, weil es dann am Ende nur darum geht, hier Herrn Elsässer, die Kompakt und alles wieder aufleben zu lassen, um das Regime zu stürzen, das sie gerade ganz schön an der Nase herumführt. Es ist einfach phänomenal, wie dämlich Leute in der rechten Szene sein können, wenn man nicht mal weiß, was die Gesetze, die der Staat einem gegeben hat, für einen selbst bedeuten. Man macht sich offen strafbar und das ist im Internet abrufbar für alle, vorläufig erstmal für die Ewigkeit. Was soll man dazu sagen, ja?
Man braucht keine Feinde, wenn man solche Freunde hat, die einen unterstützen wollen. Sie denken, sie feiern sich hier, um gegen den Staat aufzubegehren. Dabei ist es einfach nur eine Witzveranstaltung, wenn es ernsthaft der Ersatz des Sommerfestes, der kompakt gewesen sein soll. Sie wissen nicht, wie sie diesem Staat beikommen sollen. Sie sind verboten worden, weil der Staat auch nicht weiß, wie er ihnen beikommen soll und ob das am Ende juristisch Bestand hat oder nicht. Das werden wir dann in naher Zukunft erfahren oder in ferner Zukunft. Der Eilantrag bei Gericht, er ist eingereicht. Das Gericht wird sich in Kürze damit befassen müssen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du diese Szenen und diese Bilder denn überhaupt schon gekannt von Gera oder kanntest du nur diese brutale Festnahme aus einem anderen Blickwinkel und dachtest, der Staat geht hier gegen arme Bürger vor? Ja, so sieht es auf dem ersten Blick aus. Auf dem anderen Blick haben wir einen klaren vorsätzlichen Verstoß, der am Ende noch zugegeben wurde gegen Versammlungsauflagen und noch gegen ein Vereinsverbot. Das wird Konsequenzen haben und dann werden sie wieder dastehen und jammern und um Spenden betteln für ihre juristischen Streitigkeiten. Das hätte nicht sein müssen, das hätte man vermeiden können. Das steht dann auch wieder im Verfassungsschutzbericht und fällt vielen, vielen Beteiligten auf die Füße. Vor allem alle allein die Redner, die dort aufgetreten sind, haben jetzt wieder die Arschkarte vom Staat bekommen. Aber bei Herrn Sellner und Herrn Elsässer, die nehmen das nicht so genau. Ich bin trotzdem gespannt auf deine Meinung. Ein kritisches Video heute. Bin mal gespannt, ob es mehr D-Abos gibt oder doch Abos für den Kanal. Ansonsten, ich habe auch X und Telegram. Für die zensierten Bilder lohnt sich manchmal wirklich. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.